Herzlich willkommen zu diesem Video mit der Frage, um die es geht. Ist es überhaupt sinnvoll, den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin zurückzuerobern mit verschiedenen Punkten, auf die ich hier eingehen möchte? So, mach auch den Test aus der Videobeschreibung, den Ex-Zurück-Test. Dann kann ich mir deine Ex-Zurück-Situation anschauen, dir genau sagen, ob du noch Chancen hast und dir eine Anleitung mitgeben, die auf dich und deine Ex-Zurück-Situation angepasst ist. Auch das ist für dich komplett kostenlos. Unbedingt nutzen, es wird dir extrem weiterhelfen. Genau, also das Erste, was ganz wichtig ist zu verstehen im gesamten Ex-Zurück-Modus, in dem du da vielleicht unterwegs bist, ist alles, was du tust, tust du am Ende für dich. Es geht im Kern einer jeden Rückeroberung niemals um die Rückeroberung, sondern immer um Persönlichkeitsentwicklung, um deine Weiterentwicklung. Es geht darum, dass du in einen emotionalen Zustand der inneren Zufriedenheit kommst, wo du den Ex, die Ex weniger brauchst, um glücklich zu sein. Und genau das baut eben auch die notwendige Anziehung raus. Oder ist zumindest ein ganz wichtiges Puzzleteil im gesamten Ex-Zurück-Bereich. So. Also es geht da vor allem um Persönlichkeitsentwicklung, um Aufbau von Unabhängigkeit. Und das wiederum kann die Chancen darauf steigern, dass es etwas wird. Also die Frage danach, ist es sinnvoll? Es ist immer sinnvoll. Alles, was du für dich tust, ist am Ende sinnvoll. Mach dir das erstmal als allererstes bewusst. Genau. Und jetzt die nächste Sache. Um was geht es denn bei Ex-Zurück wirklich? Geht es darum, dass du sie zurückbekommst? Nein, es geht darum, dass du Themen löst, dass du schaust, warum die Beziehung nicht funktioniert hat, dass du dich weiterentwickelst. So wie es damals gelaufen ist, wird es nicht nochmal laufen. Es ist auseinandergegangen. Es hat nicht funktioniert aus einem Grund. Und es geht darum, dass man eben diese Gründe aus dem Weg räumt und neue Gründe schafft dafür, dass man vielleicht wieder in eine Beziehung kommen könnte und dass es sich erarbeitet. Also es geht dabei immer um Weiterentwicklung auf allen Ebenen. Das heißt, es geht nicht darum, dass du irgendwelche Taktiken umsetzt, eine bestimmte Zeit wartest, bestimmte Nachrichten schreibst und dann kommt der, die Ex, aus irgendwelchen Gründen dann wieder zu dir zurück und du musst irgendwie gar nichts machen. Es geht darum, dass du dich in deiner Persönlichkeit wirklich weiterentwickelst zu einem Punkt, an dem du, ohne dass du es vielleicht möchtest oder willst, ohne dass das das zentrale Ziel ist, für den die Ex wieder attraktiver sein könntest. Aber nicht, weil du bestimmte Sachen gemacht hast, sondern einfach, weil du an dir gearbeitet hast. Du hast es auch für dich getan, weil du dich mit dir selbst weiterentwickelt hast. Das ist wichtig zu verstehen. Der nächste Punkt, ganz wichtig, was hast du denn überhaupt zu verlieren? So, was hast du am Ende zu verlieren? Wenn die Rückeroberung funktioniert, super, wenn sie nicht funktioniert, dann hast du dich weiterentwickelt. Es gibt also nichts, was du am Ende falsch machen kannst oder zu verlieren. Mach dir das im Hinterkopf immer bewusst. So. Also es gibt, ist es sinnvoll, ist es nicht. Es wäre dann nicht sinnvoll, wenn du wirklich etwas Wichtiges, für dich sehr Wichtiges, zu verlieren hättest. Etwas, was du brauchst, um wirklich glücklich zu sein im Leben etwas. Und das tust du hier nicht. Ich will auch gleich darauf eingehen, warum du das nicht tust. Viele denken sich, okay, dann versuche ich es, dann mache ich es, dann werde ich abgewiesen und dann muss ich den ganzen Schmerz nochmal gehen. Da verlierst du nichts, da gewinnst du. Und ich will auch gleich erklären, warum das so ist. Nächster Punkt. Was ist denn, wenn die Rückeroberung klappt? Was heißt das für dich? Das heißt, dass du in eine noch bessere, glücklichere Beziehung kommst, als du es bisher warst und wirklich glücklich sein kannst. Und was ist, wenn es nicht klappt? Dann hast du nichts verloren. So, dann hast du einfach nichts verloren. Also ist Ex-Zurück sinnvoll, ist es nicht sinnvoll? Ich denke, die Frage beantwortet sich hier. Wenn du diesen Menschen wirklich liebst und er kommt wieder zusammen, ist es das auf jeden Fall wert, möglichst viel zu versuchen, um eben dahin zu kommen. So, der nächste Punkt, der da ganz wichtig ist, ist der richtige Fokus. Immer auf den Trennungsgründen. Man sollte immer schauen, was sind die Gründe dafür, dass es zur Trennung gekommen ist, was sind die Gründe dafür, dass die Anziehung verloren gegangen ist. Und die muss man sich angucken, da muss man durchgehen, da muss man dran arbeiten. Weil das sind am Ende vielleicht auch die Gründe dafür, dass ihr wieder zusammenkommt, dass die Beziehung wieder funktioniert. Bist du zu anhänglich gewesen? Hast du dich falsch verhalten? Hast du dich toxisch verhalten? Hast du einfach verschiedene Fehler gemacht? Bist du vielleicht bindungsängstlich gewesen? Hast du narzisstische Züge gehabt? Bist du zu unzufrieden mit dir gewesen? Hast du zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt? Hast du vielleicht zu viel Aufmerksamkeit geschenkt? Hast du große Verlustangstthemen, die in dir arbeiten? Also über diese ganzen Gründe, die dazu führen können, dass die Anziehung zwischen euch beiden immer weniger wird, musst du dir absolut bewusst werden. So, und das können unfassbar viele sein. Und an diesen Themen solltest du arbeiten. Nicht,
weil du die Ex zurück möchtest oder den Ex zurück möchtest. Nicht, weil es sinnvoll sei, dass du da so viel investierst, sondern für dich selbst, auch dafür, dass es in nächsten Beziehungen sich nicht wiederholt, dafür, dass du Muster in dir auflöst. Also das Muster, Beziehungsmuster, das du in dir trägst, wird dafür sorgen, dass du auch immer bestimmte Arten von Partnern in dein Leben ziehst. Vielleicht hast du das auch schon mal erlebt, dass du immer von Beziehung zu Beziehung sich bestimmte Muster immer wiederholen. Beziehungsmuster, auch Muster, die in dir arbeiten. Und solange die nicht gelöst sind, wirst du auch immer wieder in Partnerschaften kommen oder in Partnerschaften kommen, wo diese Muster immer wieder ausgelöst werden, damit sie sich irgendwann lösen können. Einfach weil das wie so ein Puzzleteil ist und du suchst immer das Gegenpuzzleteil. Ganz unbewusst passiert das. Und wenn du diese Trennungsgründe dir anschaust und sie für dich löst, dann wirst du sie auch in Folgebeziehungen gelöst haben. Also ist dieser Prozess für dich sinnvoll? Auf jeden Fall. Du weißt halt nicht, ob die Rückeroberung funktioniert oder nicht funktioniert. Aber du weißt zumindest, dass du diese Themen auflösen kannst und gleichzeitig einen extrem starken Antrieb hast, nämlich mit dem Ex-Partner bzw. der Ex-Partnerin, einen extrem starken Motivator, den du in dieser Situation für dich nutzen kannst. So. Aber ganz klar, Motivator hin und her, tu es am Ende immer für dich, so ohne irgendwelche Erwartungen an irgendetwas. Genau. Was in dir fragt nach dem Sinn? Das ist der nächste Punkt. Was in dir möchte wissen, ob das sinnvoll ist oder ob das nicht sinnvoll ist? Sollte ich das tun? Sollte ich das nicht tun? Also was für eine Angst verbirgt sich dahinter, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen? Sehr wahrscheinlich die Angst davor, dass du sehr viel versuchst und probierst und dann erneut verletzt wirst und abgewiesen wirst. Die Angst vor Abweisung. Also sehr, sehr viele haben das. Und an diesem Punkt ist es ganz wichtig, dass du dir das Folgende bewusst machst. Es gibt nur eine Möglichkeit, durch eine Angst durchzugehen. Ja? Also zu der Frage, ob das sinnvoll ist alles. Und es gibt nur eine Möglichkeit, eine Angst aufzulösen, meine ich. Und das ist immer, durch eine Angst hindurchzugehen. Das heißt, wenn wirklich alles schiefgehen sollte und du wirst dann eben erneut nochmal verletzt, dann ist vor allem das dieser verletzende Part, diese Abweisung, dass es nicht geklappt hat. Vielleicht auch die Verlustangst, die Angst, nicht gut genug zu sein. Und genau diese Ängste löst du am besten, indem sie getriggert werden. Das heißt, es ist für dich sozusagen ein Geschenk. Also freu dich auf die Abweisung, die dann passieren kann. Denn erst dadurch, dass sie passiert, wird die Angst, die dahinter ist, die Angst, nicht gut genug zu sein, nochmal ausgelöst. Und erst dass du durch diese Angst durchgehst, kannst du sie verändern. Ich vergleiche das immer mit einer Spinne. Ich wiederhole das immer wieder, weil es so wertvoll ist. Wenn du eine Angst vor Spinnen hast, nimmst du die Spinne auf der Hand. In dem Moment, wo sie auf der Hand ist, kannst du diese Spinnphobie auch überwinden. In dem Moment, wo du eben durch deine Abweisung durchgehst, durch diese Angst, kannst du sie auch überwinden. Wenn die Spinne dich beißt, dann verstärkt sich deine Spinnenphobie und wird richtig schlimm. Du wirst immer mehr Angst vor Spinnen haben. Wenn es so ist, dass du durch die Abweisung gehst mit einem extrem negativen Gefühl und nicht an dir arbeitest, so, das nicht als mit Freuden entgegennimmst, weil du jetzt an diesen Mustern der Abweisung in dir arbeiten kannst, die irgendwann deiner Vergangenheit mal entstanden sind, wie sich Abweisung für dich anfühlt, dann wird Abweisung für dich immer eine schreckliche Erfahrung sein. Jetzt hast du die Möglichkeit, wenn es schief geht und du musst nochmal durch dieses negative Gefühl gehen, zu lernen, dass du dich in Abweisung akzeptieren, annehmen kannst, ein möglichst positives Gefühl daraus zu machen. Das senkt die Angst vor Abweisung, macht dich unabhängiger, macht dich selbstbewusster, macht dich noch besser für nächste Beziehungen und baut da wieder sozusagen Anziehung auf. Und das ist eben, es lohnt es sich, also du gehst da halt eben nochmal durch dieses negative Gefühl, aber gleichzeitig kannst du da unfassbar viel transformieren, wenn du die richtigen Dinge tust. Mach in diesem Zusammenhang auch den Ex-Zurück-Test aus der Videobeschreibung, füll ihn aus, schick ihn mir zu, damit ich ihn mir anschauen kann. Dann kann ich dir in der Folge eine Anleitung mitgeben, Coachings mitgeben, die für dich in deiner Situation wirklich gut geeignet sind. Genau, unbedingt machen und lass mir gerne ein Abo da, lass mir gerne ein Like da und ansonsten bis später.